take us away. Ready when you are, Captain. Großmeister Dämmerer, die nächste, der dritte in a row heute jetzt, aber ich hab Wurst. Da ist auch nicht mehr viel übrig, ja. Die Lichtklinge hebe ich mir bis zum Schluss auf, weil ich die Lichtklinge, wie da schon Good Luck drunter dran steht, aber das steht glaube ich überall, ja, steht überall. Aber da brauchen wir besonders viel Good Luck. Fallen Saber machen wir jetzt noch. Haben wir ja sonst schon mal mit der klassischen 3x Ursa Furiosa Strategie gespielt. Wir wollen es jetzt mal ohne versuchen. Mal gucken, ob es klappt. Ja, gerade durch die Veränderung bei der Belastbarkeit ist das natürlich schon ein anderer Schnack geworden. Das haben wir auch in den anderen Dämmerungen schon gemerkt. Man überlebt ein bisschen besser, man kann sich ein bisschen besser einstellen. Ja, jetzt gucken wir mal, ob es klappt. Wenn nicht, dann müssen wir vielleicht nochmal einen neuen Try machen. Champions Antibarriere und Überladung. Und an Schilden haben wir Akkuschilde und leere Schilde. Grundsätzlich ist auch der Strike nicht so schwierig. Es gibt ein, zwei Knackpunkte wieder. Vielleicht sogar drei. Du hast da in dem Strike hast du mehrere Räume, die ziemlich vollgepackt sind, sowohl mit Gegnern als auch an Champions. Da ist der Kriegssatellit natürlich ganz am Anfang, den wollen wir cheesen, da kann man sich reinsetzen per Geste und dann wird der automatisch befüllt und die anderen zwei können safe irgendwo chillen. Da wird sich der Alex dann reinsetzen. Aber dann halt die Räume danach auch, ne? Der erste große Raum, wo mehrere Ad-Wellen kommen, wo du durch einen schmalen Korridor in den Raum kommen musst. Dann kommt die Rennerei mit den Arkusblitzen, wo man die Kugel eindanken muss, auch immer ein bisschen kritisch. Der nächste Raum vollgepackt mit Ads, der nächste Raum vollgepackt mit Ads und Champions. Dann schon der Bossraum, ne? Wie immer alles schön von hinten kontrolliert machen. Bossraum selber. Da probieren wir halt so viel und so schnell wie möglich Schaden rauszuhauen, den Boss runter zu klatschen, so dass wir dann bloß noch Ad-Clear machen müssen. Wir werden dann wahrscheinlich wieder am Anfang in der rechten Ecke stehen, wenn man runterfällt, hinter dem Pillar. Und in den letzten zwei Phasen, wo er dann aufgeht und auch aggressiv wird, da muss man ihn dann halt schnell melden, ne? Aber prinzipiell ist es eigentlich immer eine safe Sache gewesen. Dementsprechend sollte das diesmal auch nicht wirklich ein Problem sein, ne? Dann lassen wir mal da reingucken. Rum. Rum-sum-sum. Oben macht's Badabuma, da wollen wir nicht hin. Versuch mein Glück nochmal. Theoretisch müsste doch. Jetzt sitze ich aber nur so ein bisschen drin. Das reicht, glaube ich. Das könnte jetzt funktionieren. Ah, mal probieren. Diesmal sitze ich zumindest so ein bisschen in der Wand drin. Vorhin saß ich gar nicht in der Wand drin. Okay, los geht's. Wenn nicht, dann bin ich schnell wieder weg.
Moment der Wahrheit, Moment der Wahrheit. Klein komm. Max, sie wollen dich. Nee, hat funktioniert, hat funktioniert. Gucken nur blöd. Kurz vor Ende wird's lustig, wenn sich alles versammelt. Ich bin ein Kriegssatellit. Ich bin ein Datenträger. Ich bin ein Kriegssatellit. Oh, das steht aber wirklich genau vor mir, der Hund. Ja. Ja. Und der Hauerler, wie er mich anguckt, Alter. Hörbi, ich sehe dich. Ich sehe dich, aber ich weiß nicht, wo du bist. Der hat gerade mit seiner Pistole mein Brusthaar gestreift, Alter. Der Gegner hat dieses Gefühl. Ich spüre, es ist irgendwas da. Ja. Ich rieche es. Ich spüre so meinen Jelly so. Er steht vor Max, so der Gestank, dieser stinkende Gestank. Die Sache stinkt. Guck mal, der steht gerade mit seinem Messer vor dir, ne? Oh ja, ja. Fantasy. Mit seinen 4 Messern, meinst du? Weil davon hat er wirklich 4 in der Hand. Ne? Geht er sogar unsichtbar, um mich zu ärgern. Ne? Ich bin nicht da. Aber das ist schon witzig, weil die, also, du kannst mir erzählen, was du willst, aber die gucken schon aktiv mich an. Ne? Auch gerade ein, zwei Gegner, die an mir vorbeigelaufen sind, die gucken mich aktiv an. Und der Champion zum Beispiel, der aimt auch auf mich. Ne? Also die wissen schon, dass ich da bin, aber so wie als ob ich hinter einer Mauer wäre, weißt du? Richtig. Ja. Oh, haut ab. Sind die spawned? Ich bleib hier sitzen. Mach den. Ah, nein! Die sind gleich schon gespielt, ich wüsste, was kommt. Oh, der war schlecht. Stirbt der aber auch? Alex hat sein Billardköbel benutzt, Alter. Zack. Das Problem ist, dass der noch lebt, ne? Wie? Irgendwo. Ja. Warte, ich guck mal. Jetzt ist er kaputt. Also wirklich. Wenn ich Köbel spiele, dann richtig. Billard schön eingelocht. Ja. Alter, wäre ich mein Schild stelle. Wäre nicht jetzt stille. So. Er nimmt sich ja als jede Deckung, die er kriegen kann, hinterm Baum. Das sieht ja echt so aus, hinterm Baum. So wie sich so fette Kinder hinter der Straßlaterne verstecken wollen. Das funktioniert aber nicht. Der Bauch kommt auf der einen Seite raus, auf der anderen der Arsch. Genau. Läuft nicht. Ich sehe euch nicht, also seht ihr mich auch nicht. Ich bin ein Kriegssatellit. Hat sich der Dicke auch mit der Laterne gedacht. Ich bin eine Laterne. Hey, was steht denn da schon wieder im Weg rum? Oh, eine hässliche Gefährte. Der Rentner kommt am Sparrow nicht vorbei. Laufhackte. Vorsicht! 999, geh weg! 999, geh weg! Boah, mir geht's richtig dreckig gerade. Wo sind die? Der Messerstecher schon wieder. Wo? Kaputt. Vorsicht von links! Ich stell gleich Brunnen. Haben wir ein bisschen Monster sind hier. Noch kann ich noch mal die Schrapnellfuzzi. Aber die haben wir ganz gut, glaub ich. Ein Schild weggestellt in den Brunnen gleich. Von links kommt noch einer. Pass auf, neben euch. Weg. Mitte kommt auch noch irgendwo. Wo ist der? Direkt vor mir. Messerstecher. Okay.
Brunnen kommt. Jetzt auf Anti drauf. Was denn? Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Wieso bist du jetzt so gestorben? Weil dem seine komischen Sucherdinger da noch eine halbe Stunde unterwegs waren und dreimal den Raum überquert haben. So auf die Art wie ich kill ihn, du stirbst deswegen. Ja, also Martin macht an und wir gehen ganz raus, Alex. Jupp. Mal gucken, dass wir die zwei sofort stunnen. Soll ich mich irgendwo verstecken? Na, du hast ja da drin auch Action, soll ich ja nicht. Am Arsch, Junge. Achso, ich muss ja noch die Batterie da kaputt machen. Mach mal Dinge jetzt, ne? Mit Nades ready. Nur stunnen müssen wir sie gleich. Hey, es war nice, ne? Hey, er will doch nicht rausschießen, ne? Was für Patienten, Alter. Und diese Strombohrer. Ist irgendwo noch ein Unsichtbarer. Geil. Ist down. Alles moch. Das sind... Super, ist fast. Ja, oh, das wäre jetzt ein guter schön. Run, aber wenn wir da durchziehen, dann wäre das schön für ein Video. Diesmal habe ich kein Brunnen bereit. Ja. Der Drifter tut sich mit den Strahlen übrigens rasieren, habe ich gehört. Ja. Würde zum Drifter passen, oder? Herr Grunzelort. Erweise uns die Ehre. Und da drüben musst du halt ganz arg aufpassen, Alex, da spawnt immer ein Explodi, ja. Ne? Deswegen habe ich extra Schild, damit das gerade ein bisschen blockiert wird. Ja, aber da muss der Martin dann einbinden, ne? Seid ihr bereit? Ja. Bereit noch lange nicht, ne? Oh, der war schneller. Vorsicht! Oh, der war schnell, Digi. Was hast du gemacht, oder hast du einen Cheat angemacht, oder wie? Nö. Du kannst auch mit Warlock gegen die Decke springen. In jedem Spiel ist es normal, wenn du gegen die Decke springst, dass du schneller wirst. Ach, guck mal, du hast komisches Titanskaten ausgepackt auf dem Warlock. Auf dem Warlock? Ja. Der kann das. Tut man ja nicht so rumdrängeln, ne? Oh, dem jungen Mann, dem geht's schlecht. Das ist der große Annihilation hier, Alter. Wie die Fliegen sterben die ja! Wie die Fliegen! Wie die Fliegen! Großes Badaboom! Autz! Sind ja jetzt noch mal drei so Hunde. Oder sind super immer noch drei? Aber. Gibt
dir die für den Bossraum auf. Okay, ja, ich frage mal, ob wir fest werden, sowas bräuchte. Gerade auf dem linken drauf. Wo ist einfach der Nazi? Wow! Echt? So, am Anfang bleibt man dann wieder rechts so ein bisschen vercampt, ne? Hinter dem Pillar. Das geht. Läuft da nicht auch so ein Arkostrahl vorbei? Nee, am Anfang nicht, erst später. Okay. Dann müssen wir gucken, dass wir ihn in der ersten Phase melden, dann ein bisschen vercampen, Schweber und Zeug wegmachen. Dann zweite Phase melden, Schweber und Zeug wegmachen und auf der dritten Phase gehen wir dann rüber. Da gehen dann hier auf der linken Seite, wo gerade unter mir ist, gehen ja dann diese Platten hoch, ne? Mhm. Und wenn der dritte Lebensbalken so ungefähr bei der Hälfte ist, dann fängt er an wild zu werden und dann müssen wir ihn auch wirklich melden, dann muss alles drauf. Ne? Davor können wir ihn ganz behutsam angreifen, weil da kommen dann auch keine Ads mehr in dieser dritten Phase, ne? Aber wenn er dann anfängt wild zu werden, dann müssen wir ihn wirklich schnell wegmachen. Ne? Okay, let's go. Na, hopp da. Kasko mal die Master Sensei. Da. Da ist ein leeres Schild. Halt gerade so ein bisschen hier in der Ecke einfach. Sonst ist nicht mal eine Abi drauf zu schicken. Warum musst du so rumlaufen, wenn du mit dem Bogen schießt? Das ist ganz normal, das ist Tourette, das ist Sniper und Bogen-Tourette. Ich hab jetzt zig Pfeile in den Kopf geschossen. So. Zurück. Da kommt der Anti. Er ist weg, sehr schön. Vielleicht zweite Phase bei ihm. Dann macht der Nahkampf. Schon immer, alle Gegner machen Nahkampf. Links sind noch ein paar Schweber. Hab ich noch nie bei dem gesehen. Kriegst du ihn, Martin? Mhm. Vorsicht, da sind jetzt auch Sniper-Schweber. Genau, die Sniper-Schweber, ja. Die werden jetzt gesaved vom Anti. Das ist das Problem jetzt, ne? Ach komm, wo will er jetzt hin? Ganz rechts. Der ist sich gar nicht wahr jetzt, oder? Ist kaputt. Muss die Sniper wegkriegen, ne? Vorsicht, wie gehört jetzt? Zurück in meinen Brunnen. So, jetzt haben wir aber ein bisschen mehr Zeit. Wir können nicht mehr nach rechts, aber wir können jetzt nach links schon rüber. Vorsicht, Exploder hinter euch. Ah! Geht erstmal safe, Exploder.
Ihr habt da jetzt Barrikade, ne? Boss kann nicht mehr auf euch schießen, wenn ihr richtig steht. Da kommen jetzt bloß noch ein paar Explodies. Ne? Komm weg. Autsch! So, und jetzt ist ja noch relativ chillig, wie gesagt. Ich habe jetzt noch 10 Schuss in der Heavy, aber nur noch 2 Arby. Ein paar Explodies wieder. Dementsprechend ein bisschen gechillt runter machen. Normal kommt der gar nicht so weit nach links. Ich glaube, der backt da fest gerade. Ja. Wegen dieser Kiste, wo der auch noch ist. Normalerweise bleibt er in der Mitte. Ja. Hab leider keinen Brunnen dann ready jetzt. Ja, alles in Richtung müssen wir aber alles haben, ne? Ja, ja. Ja, sobald er wild geht, einfach alles drauf. Ja. Müsste gleich soweit sein. Geht er erst auf dem letzten Balken? Ja, dann geht er wirklich auf den letzten. Drüben liegt doppel heavy normal, aber das müsste auch so funktionieren. Ne? Achtung, Vorsicht! So, jetzt Full Power. Becher, das was ab. Ah, sehr schönes Ding. Der war sauber jetzt. Ne? Komm mal 18 Minuten. Ne? Und noch mit chillen. Nicer Dicer. Wusch und Double Punch. Auf der Shotgun. Ey. Er war's. Er kann Titan skaten mit dem Warlock. Warlock, ja. Titan Fast Skate. And Furious, ne? 18 Minuten 19, what the hell? Pschu! Dann haben wir noch was zum Abhaken hier. Noch was zum Abhaken. Fast and Furious. Hübsch.